Freigemacht ist der Podcast für alle Human Design Freaks, die bereit sind, sich frei zu machen, sich aus den gesellschaftlichen Konditionierungen zu befreien und radikal ihren eigenen Weg zu gehen. Hey, ich bin Steffi Wilms und seit 2018 in meinem eigenen HD-Experiment und nehme dich hier mit auf meine Reise. Also, drück deinem Verstand das Popcorn in die Hand und übergib deinem Körper das Steuer für dein einzigartiges Leben, weit weg vom Mainstream. Bereit, wenn du es bist. Los geht's. So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge in Freigemacht, dem Human Design Real Talk. Und heute habe ich die liebe Sonja hier bei mir. Sonja ist mentale Projektorin. Ich verfolge sie schon einige Zeit bei Instagram und höre auch ihren Podcast immer wieder begeistert, weil ich ihre Ansichten sehr mag. Und deswegen habe ich sie einfach mal eingeladen, hier bei mir im Podcast mit mir zusammen heute so ein bisschen über ein ganz spannendes Thema zu sprechen, nämlich das Thema 2027, der Zeitenwandel, der in Human Design ja immer wieder, wo immer wieder darüber erzählt wird. Und natürlich, wir sind in 2024, es kommt immer näher und dementsprechend ist so ein bisschen das Fragezeichen und die Neugier wird immer größer da draußen, beobachte ich. Und dementsprechend habe ich gedacht, nehmen wir doch heute mal diese Energie mit in diesem Call. Aber erstmal, liebe Sonja, stell dich doch kurz vor für alle, die dich nicht kennen. Och, ich fand die Einleitung eigentlich schon total schmeichelnd und nett und überhaupt muss noch gar nicht mehr so viel zu sagen. Erstmal danke für die Einladung, hier heute ein bisschen sprechen zu dürfen. Ja, ich bin 45 Jahre, seit vorgestern tatsächlich. Herzlich willkommen, tatsächlich. Ist einfach nur das, was ja auch gerade in der Luft liegt, macht einen ja dann irgendwie auch aus. Ich habe das Kreuz der Heilung, ich habe die 25 als Sonnentor, ich bin genau eine 5-1, wie Ra. Ich bin manchmal der Liebevolle und manchmal der ätzende Ketzer. Ich habe auch das Schwingungstor, also ich kann so super sozial sein und super asozial. Ich bin von Haus aus Psychologin tatsächlich, aber das ist lange, lange, lange Jahre her. Ich habe dazwischen einfach in der Energiewirtschaft als Unternehmensberaterin gearbeitet und mich vor, ja, ich glaube mittlerweile 5, 6 Jahren dann selbstständig gemacht mit Human Design und bin da all in gegangen. Total angefixt, die Berufung gefunden und dann wirklich seitdem eigentlich nichts anderes mehr gemacht, genau. Magst du kurz erzählen, wie du ins Human Design geschlittert bist? Ich glaube, es ist ja gerade so für so, ich sag mal, sehr außergewöhnliche Typen, also gerade mentale Projektoren gibt es ja nicht ganz so häufig. dir gemacht, also wie du da reingeschlittert bist und was das auch mit dir gemacht hat, so die Informationen da drum? Ja, also zum Drumherum. Ich habe in einer super unglücklichen Beziehung gelebt zu dem Zeitpunkt, hatte schon 2 Kinder, habe Teilzeit halt gearbeitet, der Job war frustrierend, eigentlich habe ich nur noch funktioniert und war dann aber, weil ich, wie ich damals aber nicht wusste, einen kleinen Wutzwerg, einen MG mit der 22 emotional definiert zu Hause hatte, hat er mich einfach innerhalb von Sekunden immer auf die Palme gebracht. Aber wirklich, also der hat mich hochgefahren und zwar so heftig, dass ich dachte, ich müsste irgendetwas verschüttet haben an Wut, an ich weiß nicht was aus meiner frühesten Kindheit, irgendwas, was ich habe eine schöne Kindheit gehabt, ja, also das war eine große Unsicherheit, dass da irgendwo etwas verborgen sein muss, weil ich mir meine Reaktion halt einfach nicht erklären konnte. Und genau, und dann habe ich, das ist schon mehr Jahre her, dann habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ich habe ein paar Sitzungen Hypnosetherapie gemacht. Ich habe Laura Marlina Seiler gehört. Ich habe irgendwie versucht, mich selber irgendwie zu erkunden, um mir ja das irgendwie erklären zu können. Und dann kleiner Schnitt, also ich habe die ganzen normalen Persönlichkeitsentwicklungsfuzis, ja, diese ganzen MGs, die immer so ganz 1000 Themen machen, ja, habe ich irgendwie durchgeguckt und habe mich da aber auch nicht so wirklich drin gefunden. Und dann hat meine Freundin, die ein ziemlich großes Yoga-Business in Köln hat und auch einen Podcast, die hat die beiden damaligen deutschsprachigen Human Design-Expertinnen, nämlich einmal Steffi von All About Human Design interviewt. Und dieses Interview, das zweite Interview, war dann mit meiner späteren Mentorin Claudia, Dr. Claudia Hornhofmann. Und das hat mich
angesprochen. Mhm. Und weil die aber schon in dem Interview ziemlich tief reingegangen ist, hieß es halt in dem Podcast, und wenn ihr noch Einsteiger seid, keine Ahnung, hört doch das mit der Steffi. Also habe ich das auch noch gehört und war dann auf der Homepage von Claudia tatsächlich, weil mich das mehr angesprochen hatte, weil die einfach einen ähnlichen Werdegang zu mir hat. Ich liebe ja zum Beispiel Homöopathie, aber bitte von einem Schulmediziner. Ich liebe Jung Design, aber bitte mit einem akademischen Hintergrund oder so. Nein, das kann auch jeder andere, aber das ist das, was mich am meisten anspricht, weil es irgendwie auch ähnlich ist. Ne? Ja. Und dann war das damals für mich total faszinierend, dass man Claudia, weil Claudia ein Reading buchen konnte, was dann 2 Tage später auch einfach stattgefunden hat. Es war das erste Mal, dass ich online so einen Zoom-Termin hatte, sowas im therapeutischen Bereich, sage ich jetzt mal, irgendwie. Das waren damals, glaube ich, weiß ich nicht, 230 Euro oder 220, und das war das Größte an Geld, was ich je für mich in die Hand genommen habe. Und das Reading an sich, ich habe es natürlich noch als Audio, aber ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Claudia in den ersten Sätzen meinte, ja, du bist Projektorin, und falls du das noch nicht weißt, du bist ein besonderer Projektor oder ein sehr seltener Projektor, nämlich ein mentaler Projektor. Und das habe ich nicht gewusst. Also ich habe mich vorher natürlich in so einem Calculator, keine Ahnung, Bodygraph-Erstellungsmaschine eingegeben, aber ich konnte das ja nicht lesen. Mhm. Und im Prinzip ist aus diesem Reading nur fest, also sind nur diese 2 Sachen hängen geblieben, tatsächlich die Form, wie ich denke, weil vorher habe ich mich so oft dafür verurteilt. Ja, es hieß halt immer, ich hätte, ne, bei Laura Marlina Seiler heißt das Monkey Mind. Oder irgendwelche Gedankenkarussells, und man muss die Gedanken abstellen in Meditationen. Und natürlich hat das mir überhaupt nicht entsprochen, weil wenn ich eins nicht kann, ist das Aufhören mit Denken so, ja. Und zwar immer in der gleichen Art und Weise, nämlich immer reflektierend, immer in die Vergangenheit. Geht ja nicht anders, ne? Das und halt diese ganze Offenheit, ich sage jetzt mal untenrum, und noch nicht, also ich habe nach dem Reading nicht gewusst, was da für ein Potenzial drin steckt. Und ich habe einfach nur so ein ganz tiefes Gefühl von verstanden werden, gesehen werden gehabt. Mhm. Und Claudia ist eine Generatorin, ja? Die konnte trotzdem sehen, und die musste gar nicht viel sagen. Und dann bin ich auch sehr, sehr schnell danach, ich glaube 2 Wochen später oder so, für ein halbes Jahr in ihr Mentoring. Und das basierte natürlich auf Human Design, aber eigentlich hatte ich einfach nur die Idee von irgendwas, was mich wieder ein bisschen glücklicher macht. Also so irgendwie vielleicht irgendeine kleine Selbstständigkeit nebenher, die mich befriedigt oder die mir Spaß macht oder so, weil einfach nichts an meinem Leben noch schön war, so, ja. Genau, und sie hat aber ziemlich schnell erkannt, dass es wirklich so, kurz vor knapp ist, und ich weiß noch genau am Ende. Also sie hat das Mentoring begonnen nochmal mit so einem im Prinzip zeitoffenen Reading über alles, bis wir nicht mehr konnten. Und dann hat sie so ganz zum Schluss die Frage gestellt, gibt es denn sonst noch irgendwie Themen in deinem Leben, die wir irgendwie so bearbeiten wollen, außer Berufliches, irgendwie wie man das mit den Kindern vielleicht ein bisschen entspannen kann. War ja auch mitten dann in Corona, ja, also irgendwie alle Kinder zu Hause, gleichzeitig arbeiten, Riesenhaus und so weiter. Und so völlige Überforderung. Und dann habe ich als letztes noch den Satz gesagt, ja, meine Beziehung wäre noch ein Thema, aber wenn wir das Fass aufmachen, dann kommt es zu nichts anderem hier. Und die Beziehung hatte ich dann beendet bis zum nächsten Termin, ja. Mhm. Und darum kam das alles so mit den großen Entscheidungen, die wir halt immer in unseren Readings, gerade bei Projektoren sagen, ne? Dieses Job auf Einladung, eine neue Wohnung oder auch bei Milzmenschen oder so, ne? Also das, was wir als die großen Entscheidungen im Leben bezeichnen, nämlich zu gehen, sich eine neue Bleibe zu suchen, einen neuen Job und so weiter, das kam halt wirklich innerhalb von dem halben Jahr alles Schlag auf Schlag. Und ich kann jetzt nicht behaupten, also ich habe mir Mühe gegeben, alles nach meinem Design irgendwie auch zu entscheiden. Ich war ja dann auch das erste Mal in meinem Leben seit Jahren mal wieder alleine, so, ne? Und manches ist auch einfach zufällig zu mir gekommen, so, aber innerhalb von dieser Begleitung hatte ich dann mein Leben komplett umgestellt, genau. Und dann ist auch relativ schnell die Entscheidung getroffen worden, dass ich so weit in Human Design reingehe, dass ich das dann auch beruflich machen kann, ja. Ja, sehr spannend. Und wie gesagt, heute würde ich gerne mit dir in das Thema 2027 ein bisschen tiefer eintauchen und so ein bisschen, ja, deine Ansichten, ne, aus deiner Definition heraus da so ein bisschen anzapfen
und schauen, was du da so für Erfahrungen, für Reflexionen. Dass mir meine blühende Fantasie nicht durchgeht, was alles 2027 da passiert. Du bist abstrakt, ne, glaube ich. Dein Kanal ist sehr abstrakt, genau. Also finde ich aber sehr spannend, weil es natürlich dadurch auch irgendwie nochmal eine andere Frequenz kriegt, was da draußen gerade so abgeht. Ne? Und vielleicht erstmal so für alle, also ich, wie gesagt, ich glaube 2027, jeder, der sich irgendwie mit Human Design beschäftigt, ist schon mal in Berührung damit gekommen, weil es halt natürlich auch einfach vor der Tür steht und dadurch ja einfach überall auch darüber berichtet wird. Aber vielleicht nochmal so im Grund, was passiert denn 2027? Also was ist denn so die Grundlage, warum 2027 so wichtig ist für uns alle? Magst du da mal einsteigen an der Stelle? Genau, also wir sind ja bestimmten Transiten eh unterworfen. Jeden Tag stehen die Planeten irgendwie am Himmel, die Neutrinos fliegen hin und her und so weiter und durchdringen uns und alles andere auch. Und von daher sind wir ja irgendwie nie alleine, ne? Mhm. Haben immer eine kollektive Hintergrundfrequenz. Und damit meine ich nicht, die Sonne wandert halt nur Tag irgendwie weiter, aber es gibt eben auch langläufige Planeten, die uns auch mal über Monate oder Jahre begleiten. Und diese Hintergrundfrequenzen kann man schon im Alltag spüren, bei sich und bei anderen. Das ist halt ja etwas, was uns gesellschaftlich dann auch über einen längeren Zeitpunkt, wie soll ich sagen, irgendwie im Hintergrund begleitet und irgendwie auch so ein Stück weit beeinflusst und in irgendeine Richtung. Ja. Sanft stößt so. Oder auch nicht sanft. Ja, genau. Auch nicht sanft, um einfach nur mal ganz grob, ich möchte einfach nur ein, zwei Beispiele geben und dann komme ich zum globalen Zyklus, weil das so der größte zeitliche Hintergrundfrequenzzyklus ist, dem wir so unterworfen sind, den wir kennen. Mhm. Ja. Das ist dieser 400-Jahre-Zyklus, 416 sind es, glaube ich, der jetzt 2027 eben wechselt. Ne? Ja. Oder machen wir das erstmal? Wir kommen vom Kreuz der Planung, weil auch die großen Zyklen sind halt also besitzen Tore, definieren uns Tore und damit eben auch eine bestimmte Frequenz, meinetwegen was Kollektives, was Stammesbetontes oder auch was sehr Individualistisches. Und das Kreuz der Planung, aus dem wir kommen, war eben maßgeblich stammesbetont. So, und das Kreuz der Planung, ich muss echt auf meinen Spickzettel gucken. Das sind die, ja, ich wollte einfach nur die vier Tore jeweils, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich sonst rotiere. Das Kreuz der Planung ist eben, hat uns die letzten 416 Jahre oder so begleitet. Und es wird halt auch nicht so sein, dass Rave New Year, das neue Jahr im Human Design, startet ja immer 21., 22. Januar. Es wird nicht so sein, dass am 22. Januar 2027 alles anders ist. Ja? Also man kann sich das eher vorstellen, ne? Bei 400 Jahren, die ein solcher Zyklus, der sich aus der Rotation der Erdachse errechnet. Also es hat was Physikalisches als Hintergrund, was ich jetzt nicht erklären kann. Ja? Was man überall wirklich beschrieben findet. Ja. Und das ist auch so das, was mich ja am Human Design so anfixt. Ne? Ich bin ja einfach vorsichtig formuliert ein sehr nicht spiritueller Mensch, wobei war das ja auch nicht mehr so. Ne? Also ich mache ja auch Theta Healing und so, ne? Aber also von daher. Aber ich bin eigentlich ein sehr bodenständiger, pragmatischer Mensch, der sich lieber an physikalischen, wissenschaftlichen Dingen orientiert. Wobei ich ja glaube, dass alle Disziplinen irgendwann in ein großes Ganzes fließen und einfach nur andere Facetten beschreiben. Ne? Aber genau, man kann eben ziemlich genau nachlesen, woran sich dieser große Zyklus ermisst. Man kann sich das eben so vorstellen, dass wir die letzten 400 Jahre eben von vier Toren, von einem bestimmten Inkarnationskreuz, das ist eben das Kreuz der Planung, maßgeblich beeinflusst worden sind. Und dieses Kreuz ist sehr stammesbetont. Es geht um den Fokus auf Details. Es geht um Planung, Organisation, um Aufbau, um Infrastruktur, um alles, was wir ja manchmal so ein bisschen belächeln, aber was wir ja im Prinzip gerade in Deutschland als totale Voraussetzung haben. Wir sind alle damit aufgewachsen, nämlich du machst hier einen Termin, das funktioniert. Alle fahren auf der rechten Seite im Straßenverkehr. Es gibt Straßen, die werden auch entlang, wenn sie Löcher haben. Also im Moment ja nicht mehr so, ne? Aber genau, und das hatte den Hintergrund, dass
das einfach benötigt wurde, um um die Industrialisierung ans Laufen zu bekommen, um viele Menschen einen enormen Bevölkerungszuwachs versorgen zu können. Ra hatte immer dieses Beispiel von New York oder Shanghai oder so. Stellt euch mal vor, was in einer solchen Stadt vonnöten ist, damit jeder morgen seine Cornflakes und sein Brötchen und sein anderes Frühstück auf dem Tisch stehen hat, ne? Wie viel Logistik, wie viel Planung, wie viel Organisation. Und das ist so das, was das Kreuz der Planung ausmacht, ne? Diese Millionen kleiner Stellschrauben, wie so eine riesen, ja, industrialisierte Maschinerie, kann man sich das fast so vorstellen, die halt so perfekt ineinander greift, wo alles läuft und wo man sich halt auch drauf verlassen kann, ne? Wir haben das Tor des Fokus, das Tor der Details und wir haben, das war das ganz Besondere, einen Kanal definiert, die 3740. Und das war, ist einfach so der Hauptstammeskanal, ne? Mit Willensstärke für den Stamm Materielles anzuhäufen und dafür Liebe zu erhalten. Ja, so. Verträge, Deals, ne? Also ich kann immer sagen, mein Sohn ist der Projektor mit diesem Kanal. Nur diesen Kanal. Oh ja, das ist schon sehr, sehr spannend einfach, ne? Also da wird nichts gemacht, wenn nicht was dafür zurückkommt. Mhm. So, also es braucht halt immer so ein bisschen dieses, ich gebe, dann kriege ich aber auch, ne? Also umsonst geht hier nichts. Ja, und auch so diese Erwartung. Ja, nee. Genau, dieses, wir halten den Stamm zusammen, unsere Familie ist die wichtigste, wir häufen was an, wenig von dem Romantisierten, ne? Wir sind eine Familie und wir haben uns so lieb, auch, ne? Auf Nähe, Geborgenheit und so weiter und genau. Und das Zeitalter läuft aus und so diese Auflösungserscheinungen, weil es eben nicht am 21. Januar 2027 punktuell um weiß ich nicht wie viel Uhr, ja, in ein neues Zeitalter geht, ist das so eine ausschleichende Bewegung mit Auflösungserscheinungen und wahrscheinlich schleichen wir auch in das neue Zeitalter rein und das ist einfach jetzt schon total stark spürbar. So. Ja, ja. Genau, aber mit diesem stark spürbar muss ich echt mit meiner Vorstellungskraft immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist Zukunft, wir wissen es alle nicht. Also man kann ganz viel interpretieren und sich auch überlegen und man kann auch herleiten, ne? Was ist damals passiert, als diese Planetenkonstellation schon mal war, ne? Was kann man da auf heute übertragen? Und aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil genau beschrieben ist es nicht. Muss man auch mal so ganz klar sagen. Eine Prophezeiung, ne? Also es ist ja auch irgendwie, wir dürfen offen bleiben dafür, was dann am Ende wirklich passiert. Ja, und ich muss trotzdem sagen, also wir kommen ja gleich dazu, was das neue Zeitalter dann die nächsten 400 Jahre ausmacht. Und es ist ja ein Prozess, ne? Also wir sind ja auch vor 400 Jahren nicht in ein total infrastrukturell organisiertes Zeitalter gegangen, ne? Das hat sich langsam aufgebaut. Die Bevölkerung ist halt massiv gewachsen. Man musste halt anders Lebensmittelversorgung, Kanalisation, Verkehrsmittel dann irgendwann auch mal. Ne? Die soziale Versorgung, ne? Ich finde das ja auch so 3740 ist ja so dieses so, ich kümmere mich um dich, du kümmerst dich um mich, die Jungen gehen arbeiten, zahlen in die Rentenkasse ein, damit die Alten dann ihre Rente kriegen. So, das sind ja alles so Systeme, die da auch ein Stück weit raus entstanden sind in den letzten Jahrhunderten. Ja, das ist auch noch eine schöne Sicht, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja klar, Generationenvertrag. Ja, genau. Krankenversorgung, ne? Dann alles, was auch so mit unseren Finanzsystemen zu tun hat, ne? Irgendwie, ich lege was in, ja gut, Aktien ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber so gibt ja auch Sparbücher mit Zinsen. Also man geht den Deal ein, ne? Der Bank das Geld zu leihen, die darf damit irgendwie was machen, wie auch immer. Dafür bekommt man aber halt ein bisschen was mehr zurück. Genau. Oder auch zu arbeiten, ne? Also dieses, ich gehe arbeiten, dafür kriege ich Geld, um wieder. Also das sind alles genau ja diese Deals, die entstanden sind. Und ich finde, man sieht halt schon, wie das aufbricht da draußen, so gerade in der jüngeren Generation halt, ne? Ja, und genau, ich muss immer so ein bisschen richtig durcheinander. Nein, gar nicht. Als ich zum Design gekommen bin, ich glaube, das hat jeder so ein bisschen, ne? Gab es halt mich, den Bodygrafen, ja? Dann musste man aber irgendwann feststellen, oh, es gibt mich, den Bodygrafen, ja, oder mit meinem Bodygrafen und dann gibt es noch Transite jeden Tag anscheinend. Spüre ich aber am Anfang noch nicht so, also von daher mal ad acta, okay, weiß ich so ungefähr, gibt es, ja. Dann gibt es aber mich, den Bodygrafen und jemand anderen mit seinem Bodygrafen und dann ist 1+1, ist auf einmal 3,
Ja, weil Dinge entstehen, die alleine nicht da sind. Das ist ja schon mal ganz verrückt. Und dann kommen ja wirklich, oder kam bei mir zumindest irgendwann diese spooky Fantasien, ja, die dann wirklich damit zu tun haben, dass der Mensch sich weiterentwickelt, mutiert, dass eine neue Menschenart oder eine Weiterentwicklung des Menschen, ne, entsteht. Das fand ich alles ganz verrückt. Dann gab es halt so Themen wie die Fruchtbarkeit soll, die Fruchtbarkeit soll abnehmen. Der Mensch soll sich künstlich weiter fortpflanzen, wenn er es auf die Kette bekommt. Kinder haben soll sehr teuer werden. Also so in so einem fast, Matrix ist der falsche Film, aber es gibt ja so... Gibt es Science-Fiction-Filme, keine Ahnung, genau. Das, damit habe ich mich am Anfang total schwer getan. Also wirklich, es hatte für mich viel mit Glauben zu tun, waren die Dinge, wo ich mich wirklich ungern mit beschäftigt habe. Dann muss ich aber sagen, man wird natürlich auch routiniert, man liest immer mehr und die Dinge rücken zeitlich halt auch näher. Also wenn man schon einen gewissen Zeitraum dabei ist, hat man es am Anfang zum Beispiel in so Interviews, wie wir das jetzt führen. Also ich kann mich an die ersten Interviews zum Thema 2027 erinnern, die ich mitbekommen habe und die waren eher so, oh, und wir freuen uns, und dass wir an dieser Zeit teilhaben dürfen. Wahnsinn, was da wohl kommen wird. Wir bleiben offen. Wir wissen es ja auch nicht so genau, aber ich freue mich drauf, ne? Und jetzt kommt so ein bisschen der Ketzer raus. Ich will natürlich nicht sagen, ich bin der ultimative Pessimist, aber schaut mal nach draußen. Ja? Also es ist ein unfassbarer Veränderungsprozess und ne, der Stamm mag keine Veränderung. Darum gibt es halt auch die 51 und die 51-25 und ich bin die 25. Ich fühle mich von der 51 angezogen. Ja? Also ich habe so, die 51. Ja, so, wir heute eine Runde. Wobei ich gelernt habe, tatsächlich ernsthaft, auch im Moment, also in diesem Jahr ist ja 25-51 von ganz besondere Bedeutung, vor allem, wenn man eins der beiden Tore mitbringt, ja, da ständig angeknipst, auch bei mir jetzt durch die Mondknoten, ne, aber auch bei dir, wir hatten, glaube ich, jetzt oder haben auch den Kanal gerade tatsächlich komplett definiert oder gestern zumindest, ne, für mich ist der Kanal ganz oft Initiation, so heißt er ja auch, aber das war für mich ein Aha-Erlebnis, dass ich gar nicht von dem schockierenden Neuen angezogen werde, sondern eher in so einen Prozess reingehe, dass auch mit mir etwas Neues entstehen darf und dass da die anderen von schockiert sind, ich manchmal selber auch, aber dieses Schockthema ist oft gar nicht das Thema, sondern dass wirklich, ich bin ja Projektorin, ich muss ja wirklich, ich darf ja nicht initiieren, ne? Ich muss ja wirklich auf Einladung oder auf Anerkennung warten. Und das ist dann nochmal so ein ganz anderes Gefühl von Initiation. Aber das, was ich sagen wollte, ist halt, ne, der Stamm mag keine Veränderung. Wir sind ja halt wie die Lemminge und weiß ich nicht, ne, 98% der Menschen draußen laufen unbewusst rum und denken so, es wird, ja. Geht schon irgendwie. Ja, es wird irgendwie wieder normaler oder wie auch immer. Ja. Und dass wir jetzt durch Corona durch sind und jetzt diese ganze Ampelpolitik, keine Ahnung, Chaos, Krieg, Flüchtlinge, was auch immer, Situationen haben, das wird sich schon irgendwie wieder beruhigen. So. Und ich habe halt mit meinem Hintergrundwissen halt die ganze Zeit immer nur das Gefühl, es beruhigt sich nicht, es beschleunigt sich. Und ich will ja nicht jedem Angst machen, ne? Aber ich habe immer nur abends bei der Tagesschau das Gefühl, aha, ja, und das jetzt auch. Und das verändert schon die Sichtweise sehr. Und ich kann manchmal auch nicht so ganz unterscheiden, so, ne, ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich widme diesen Veränderungsprozessen unfassbar viel Aufmerksamkeit. Ich habe da ein bestimmtes Augenmerk für. Und was dann genau den Transiten geschuldet ist, ich weiß es nicht. Ja? Aber es wirkt schon so, als wären wir gerade in einem, meinetwegen auch jenseits von Jugenddesign, in einem ziemlich starken Umbruchprozess, wo wir uns neu sortieren werden müssen. War das grammatikalisch jetzt richtig? Aber wo? Ich glaube schon. Das kann man jetzt eigentlich ganz nett verknüpfen mit diesem, mit dem neuen Zeitalter, in das wir hineingehen, nämlich das Kreuz des schlafenden Phönixes. Und jeder kennt ja dieses Bild. Einmal, ne, wird alles zu Asche, was auch immer das heißt, aber es geht einmal zu Ende. Und dann kann der Phönix erwachen und etwas Neues entsteht. So. Ja. Und wir gehen ja. Genau, und das wird ein individuelleres Zeitalter. Ne? Es geht vielmehr um, ja, im Prinzip um Eigenverantwortung und Authentizität. Und ich
kann das ganz witzig, wie du halt sagst, du hast diesen kleinen Stammesmenschen. Ich habe ja den kleinen schlafenden Phönix zu Hause. Ich habe ja einen 34-34er zu Hause. Also die Kombination von komplett busy, busy und unfassbar energiereich, Power, 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 den ganzen Tag und kopflos. Ne? Keine Ahnung wofür, keine Ahnung in welche Richtung. Hauptsache energiegeladen plus diese komplette Offenheit jenseits von Kehle und Sakral. Ne? Also es ist auch verrückt zu sehen. Aber das, was dieses Zeitalter des schlafenden Phönix ausmachen soll, und da sind wir, brauchen wir keine große Interpretation, wie es sich dann in der Wirklichkeit zeigt und umsetzt, das ist dann halt die Frage. Ne? Aber es geht eben um die beiden, es geht wieder um einen Kanal, das ist nicht in jedem Kreuz gegeben. Wir kommen ja aus dem Kreuz, was auch den Stammeskanal hatte, und gehen jetzt in das Kreuz mit diesem 2034er, ne, dem Kanal, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Charisma, glaube ich, tatsächlich. Ne? Genau, Kanal des Charisma aus der Integration. Genau, und ich weiß nur, dass meine... Habe ich auch daheim eine Tochter mit dem Kanal. Me comes first, sage ich immer. Oh. Weißt du, welche Linie, also welche Ausprägung? Weil meiner hat Machismo. Machismo. So, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber ich, also den Kanal ist halt echt, also wenn du so zwei unterschiedliche Kinder dann auch hast, ne, der eine ist so stammesausgeprägt und der andere dann so... individuell, für sich, ich kümmere mich um mich, und ich meine, sie macht es ja richtig, ne? Aber es ist halt schon spannend, auch die beiden Energien dann so vor Ort zu betrachten, die uns ja im Kollektiv dann gerade so in diesem Wechsel halt auch gerade beide, ich finde es manchmal so ein bisschen, ne, dieses Zerren, von der einen Seite zieht noch so diese alte Energie, von der anderen Seite zieht schon diese neue Energie, so das, was ich wahrnehme da draußen auch. Ja, genau. Und das ist dieses, wo auch keiner den zeitlichen Verlauf vorhersehen kann. Ne? Peter Schöber gibt ja zum Beispiel alle 3 Monate diese Transitvorschau heraus, wo er halt, und er beschränkt sich selber. Ich finde, er macht das ganz gut, ohne da jetzt groß Werbung für zu machen. Aber er schaut damit nicht viele, viele Jahre in die Zukunft, hat er auch mal gemacht. Und er meint, das Buch wäre auch irgendwo noch aktuell bis 2027 und einmal, glaube ich, auch noch viel weiter. Vom Mechanismus her ist es, ne? Die Planeten werden natürlich in dieser Konstellation stehen. Das kann man auf hunderte von Jahren voraussehen, ne? Aber dadurch, dass sich ja ständig Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, alles im Wechsel, also in der Wandlung befindet, ist dann die Ausprägung eine andere, ne? Ra ist ja leider schon... vor etlichen Jahren gestorben, der hat halt nicht Corona vorausgesagt, sondern eine Mutation des Vogelgrippe-Virus. Ja, kann man jetzt irgendwie interpretieren, inwieweit das nicht irgendwo dann doch eine ähnliche Richtung eingeschlagen hat, ja. Aber das hat er für diesen Zeitraum, ja, also schon gesehen, und das finde ich schon faszinierend, weil seine Interpretation von 2027 ja entsprechend länger her ist, ja. Und ich finde, da kann man auch schon viel von den Umbrüchen merken, dass der Support zum Beispiel flöten geht, ne, dass die Familien, also ich habe ja 3 Kinder, und wirklich mal jemanden zu organisieren, der irgendwie mal aufpasst oder was macht, ist ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Die Großeltern haben andere Dinge zu tun, busy mit sich selber, ne. Und auch das ist ja korrekt. Und ich finde, an solchen Alltagssituationen merkt man es halt, ne? Ja. Genau. Und wir gehen halt nicht nur in die 3420. Das ist ja die Stimme, die einzige Stimme des Sakrals, ne? Die einzige Bauchstimme, die auch sprechen kann. Und wir gehen auch in die 59 und die 55. Und das sind eben auch zwei ganz wichtige Tore, wo ja auch dann die Mutation, von der wir immer sprechen, des emotionalen Zentrums, die Weiterentwicklung von einem Motor zu einem Bewusstseinszentrum entstehen soll. Und da geht es eben auch bei der 55, Tor der Fülle, gleichzeitig ist ja alles dual, Tor der Leere, geht es eben auch darum, wie wir alle, ist ein individuelles Tor, wie jeder, aber im Kollektiv, jeder Mensch ist ja davon betroffen, wie jeder Mensch für sich individuell Fülle aus seinem Inneren generieren wird. Und im Moment schauen wir nach draußen, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber ich gucke hier so gerade aus dem Fenster. Aber wenn wir unsere Mitmenschen so anschauen, dann stopfen die ihre Fülle mit Dingen aus dem Außen.
Ja, mit Konsum, mit Urlaub, mit, weiß ich nicht, Alkohol, Drogen, keine Ahnung, irgendetwas, was das emotionale Zentrum halt schön macht, ja. Und das liegt einfach daran, dass wir mit schönen Gefühlen einfach besser umgehen können. Der Mensch ist darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden und Freude zu empfinden, Glück zu empfinden. Und wenn man das aus seinem zugegebenermaßen ja oft sehr unbefriedigenden, frustrierenden und bitteren Alltag, ja, enttäuschenden Alltag irgendwie halt nicht hinbekommt, weil man zum Beispiel auch von Human Design nichts weiß und einfach auch immer wieder die falschen Entscheidungen trifft, sich selber gar nicht die Eigenverantwortung zugesteht, sondern sich an anderen Menschen orientiert. Das ist ja auch nicht verkehrt. Mein Gott, ich habe mich auch mal an Laura Marlina Seiler orientiert, ja. Die hat ja auch wirklich, also nur als Beispiel, ich habe nichts gegen sie, ne? Aber man kann sich auch an seiner liebevollen Mom orientieren oder an seiner besten Freundin oder an anderen schönen Autoritäten. Und es ist für einen selber dann grundsätzlich verkehrt. Und dann wundert man sich. Dann hat man auf einmal auch zwei Kinder wie die beste Freundin und weiß aber gar nicht, was man mit dieser Familie anfangen soll. Also nicht auf mich bezogen, aber im Freundeskreis gibt es wirklich viele. Oder schaut euch mal an, auch ein Beispiel aus meinem Freundeskreis, da ist ein Rondell neu bebaut worden, ganz kleines Neubaugebiet, 10 neue Häuser und wirklich im Bau alles unterschiedlich, ein Holzhausen, Schwedenhausen, eine Stadtvilla, keine Ahnung, bei uns darf man das im Norden relativ bunt, ja, und wirklich 2 Jahre später hatten alle denselben Garten, alle dieselben Autos, alle neue Autos, alle ein E-Auto dabei, ja, alle die gleiche Pergola und den Weber-Grill im Garten oder den noch eins teurer, dann kamen diese Gas-Draußen-Küchen, hatte dann aber auch jeder. Also diese Beeinflussung kollektiv ist Ja. der Wahnsinn, Aber ist ja. es nicht auch noch so ein bisschen diese alte Energiequalität? Also das meine ich mit, es zerrt ja noch. Ich habe das Gefühl, diese alte Ja. Energiequalität, ne, aus diesem definierten Herzen durch den 37-40 wird ja noch mal richtig laut. Also ist so mein Eindruck, wenn ich rausgucke, ist so dieses, wir müssen jetzt noch mal materiell hier richtig einen draufhauen. Wir müssen jetzt das bessere Haus, ne? Ich brauche das bessere Haus, das bessere Auto, die bessere Frau, die besseren Kinder. Also dieses höher, schneller, weiter kriegt ja irgendwie auch gerade noch mal so einen Schwung. Und auf der anderen Seite siehst du eben schon so eine Generation, die jetzt kommt, die jetzt sagt so, nee, also da will ich nicht mehr mitspielen. Ne? So jetzt, ich gucke jetzt, dass es mir aus mir heraus gut geht. Das meine ich mit, ich sehe so ein bisschen diese zwei Welten, die gerade auch so ein bisschen aufeinander donnern und wo auch echt, also die eine Seite von der anderen Seite auch ein Stück weit verurteilt wird. Ja, du hast vollkommen recht. Ich kam aus einer ganz anderen Richtung. Ich kam aus einer Richtung, keine Eigenverantwortung, keine Authentizität. Und das wird im nächsten Zeitalter oder wo wir hingehen, immer wichtiger. Ja. Aber das selber überhaupt mal für sich rauszufinden, weil es halt in dem Zeitalter, aus dem wir kommen, gar nicht so wichtig war. Da haben wir Ja. uns am Schirm orientiert. Ne? Da gab es den Konzernchef, da gab es die Mutter der Familie, ich weiß nicht wer, vielleicht auch bei uns eher der Vater oder so, ne? Aber es gab diese sogenannten Autoritäten und das Leben war geregelt und man ist halt ja ein Stück weit wie halt ja ein gutes Familienmitglied hinterhergelaufen, ne? Weil der Stamm, die Familie halt wichtiger war als das Individuelle. Genau, aus der Richtung bin ich gekommen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Und wir gehen halt dahin, dass das halt nicht mehr existiert, diese festgelegten Strukturen, und jeder letztendlich für sich selber den besten Weg finden muss. Und das haben wir nicht gelernt. Ja? Überhaupt dieses Wissen, also 2 Sachen waren für mich beim Human Design am Anfang völlig entscheidend. Einmal dieses Gefühlsding, weil ich halt offen bin, ja, dieses. Das, was ich in meinem Körper, meinetwegen auch in jedem offenen Zentrum, das, was ich spüren kann, das ist überhaupt nicht von mir gegebenenfalls. Das ist ja der absolute Game Changer, wo man dann ja anfangen kann, ne, über Training und was auch immer mit zu agieren und was ja heute auch Bestandteil meines Jobs ist, dass ich das bei anderen lesen kann. So, das war das eine. Und das andere war, was wir auch nie gelernt haben, ist dieses, ich habe keinen inneren Kompass, muss ich ja zugeben. Ich habe ja eine äußere Autorität. Aber jeder Mensch hat einen Kompass, der ihm anscheinend, ja, das ist ja völlig verrückt, der ihm die richtige Entscheidung mitteilen kann. Und zwar nicht sowas wie mit Argumenten und weil ich drüber nachgedacht habe. Und Unkontrolliert. ja, sondern es gibt, und diese Entscheidungskraft ist vielleicht nicht immer ganz einfach zu handeln. Aber die ist eindeutig und das ist völlig verrückt, ja. Und wenn jeder Mensch das wüsste, würde jeder Mensch natürlich in einem individuellen Zeitalter einen ganz anderen Weg gehen, aber seinen eigenen.
Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, ist ja auch ein bisschen deine Aufgabe, ein bisschen meine Aufgabe, immer mehr Menschen dahin zu begleiten, das auch zu machen. Wobei das wirklich, ja, noch eine große Aufgabe ist, muss ich sagen. Genau. Und das, was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, dass wir halt auch aus, das kam ja gerade mit diesen Entscheidungen, ne? Im Human Design trifft man die ja nicht mit dem Verstand, nicht mit dem Denken, nicht mit Pro und Contra und drüber nachgedacht und so weiter, sondern halt, ne, mit seiner spontanen Willensentscheidung, mit dem Abwarten seiner emotionalen Welle, ja, irgendwie aus den Emotionen heraus zu entscheiden. Das ist ja auch, ne, das hat man früher irgendwelchen hysterischen Frauen angedichtet, ja. Aber nicht, dass das der richtige Weg für emotionale Menschen sein kann, ne. Genau, und bei mir ist das halt, ja, ganz viel Austausch, allein sein, reflektieren und so weiter. Und irgendwann ist es halt da. Aber wir kommen halt aus 400 Jahren, in denen Wissenschaft, Denken, Verstandesleistung einfach sehr hoch aufgehängt war. Das ist, es gab logische Tore, da wird das so ein bisschen hingedrückt, ne? Und das war sehr wichtig in dem vergangenen oder in dem Zeitzyklus, Zeitalter, was jetzt eben ausläuft und darum spricht. Oder hat Ra halt auch immer vom Tor der Wissenschaft gesprochen, was sich 2027 dann noch schließen wird, dass sozusagen dieser Wunsch nach Innovation, technischen Neuerungen, ja, immer wieder etwas erfinden, ne? Irgendwie erneuerbare Energien, was auch immer, dass sich das halt auch schließen wird. Und da habe ich tatsächlich keine Vorstellung davon. Genauso Sehr wenig, also spannend. wie sich das anfühlen wird, genauso wenig, wie sich für Menschen mit und ohne Definition im Solarplexus, im emotionalen Zentrum halt die Veränderung da anfühlen wird. Und ich glaube auch nicht, dass man das vorhersehen kann. So. Genau, das wäre jetzt sehr Ja. spekulativ, aber finde ich tatsächlich auch sehr spannend, was da so passiert. Jetzt beobachten wir ja, also wir haben jetzt gerade schon immer so ein bisschen so reingefühlt, aber jetzt beobachten wir eben schon die letzten Jahre auch da draußen, wenn wir rausschauen, so die Veränderung, ne, auf politischer Ebene, zum Thema Verbindlichkeiten, also füreinander einstehen, füreinander da sein, sich selbst auch irgendwie mal in den Hintergrund stellen, aufopfern, soziale Einrichtungen, ja, Gesundheitssystem, also Arzttermine, sich auf das Verkehrssystem zu verlassen, auf den Staat zu verlassen, ne, also all diese Dinge. Was siehst du da? Ich weiß, du beschäftigst dich ja auch sehr mit diesen politischen Aspekten. Ich bin tatsächlich jemand, der so gar nicht Nachrichten schaut. Liegt mir gar nicht. Ich finde es aber spannend, wenn du darüber sprichst, was du halt hörst und siehst. Ne? Der Projekt ist ja auch hier, um zu gucken, um zu beobachten. Und für dich auch, was du daraus reflektierst. Also, wie bringst du das in Verbindung auch mit diesem ganzen Zeitenwechsel? Ja, meinte ich ja eben schon, ne? So Aufmerksamkeit darauf legen. Also ich habe eine politische Sichtweise, darum finde ich das spannend. Und als schönes Beispiel fand ich irgendwie ein Buch sehr treffend. Ich höre immer den Podcast Die Lage der Nation und kann den auch wirklich empfehlen. Das ist so, ja, die Einordnung von den politischen Sachen, die gerade so passieren. Dazu kann man irgendwie auch noch ein bisschen Machtwechsel gucken. Also es gibt so zwei, drei vernünftige politische Podcast zum Beispiel, das ist das, wo ich die Bildung quasi herhole oder auch ein bisschen Tagesschau oder so. Aber mir fehlt manchmal so die Einordnung. Also dafür brauche ich diese Podcasts. Also ich höre, es wird ein Gesetz erlassen, aber ich kann das Ganze drumherum ja auch nicht, bin ja nicht dabei. Also ich brauche dann immer so ein bisschen die Einordnung, ob das was Besonderes ist, ob das besonders lange gedauert hat, ob das besonders schwierig war, ob besonders viele dafür oder dagegen gestimmt hat. Also so, ich sag mal, die in einen größeren Kontext die einordnen. Die Lage der Nation, die beiden sind ein Wissenschaftsjournalist und ein ehemaliger Richter, also ein Jurist. Die machen das sehr schön und haben ein Buch herausgegeben, das heißt Die Baustellen der Nation. Und wenn ich diese Baustellen der Nation, ja, die haben auch nicht alle Baustellen, also alle Probleme von Deutschland, sage ich jetzt mal, oder Herausforderungen der nächsten Jahre aufgenommen, sondern die wichtigsten. Und wenn ich die so nehme, denke ich so, ja, das sind genau die Dinge, die ich als, ne, als das Ausschleichende oder als die Herausforderung oder die Umbrüche dieses schleichenden Kreuzes der Planung begreifen würde. Und irgendwie so ein total treffendes Beispiel ist halt wirklich, sind diese kaputtgehenden, zerbröckelnden Autobahnen. Ja? Die Autobahn ist, glaube ich, das neben der Eisenbahn, okay, ne, Deutschen Bahn, das Infrastrukturnetz, wo wir immer stolz drauf waren, wo wir viel investiert, viel gemacht haben und so weiter. Und das wird halt in diesem Buch auch dargestellt und so weiter. Und dann ist aber so dieser Schritt danach hin zur Lösung, ne? Ist für mich halt ein gänzlich anderer, weil
die Verwaltung möchte, ich schieße jetzt irgendwelche Zahlen, nur so die Größenordnung, ja. Aber die Autobahnmeistereien wollen, weiß ich nicht, 20.000 Fachkräfte und so viel Geld, damit das die Löcher zu stopfen sind, ja, weil sonst unsere ganzen Brücken nicht mehr passierbar sind und so weiter, ja. Ich meine, wer einmal quer durch Deutschland gefahren ist, weiß, dass alles nur noch eine einzige Baustelle ist und dass sich auch nicht viel tut, ja. Mhm. Die Verwaltung, der eine kommt ja aus der Juristerei, aus der Verwaltung, die hätten gerne auch einfach mal 30.000 Fachkräfte, damit bestimmte verwaltungsbürokratische Digitalisierungsthemen angegangen werden können. Dann möchten aber die Lehrer haben, wie viel fehlen? 80.000 irgendwie in Deutschland, ne, damit unsere Schüler unterrichtet werden können. Ich glaube, es fehlen 100.000 Erzieher, um Kindereinrichtungen, ja, damit überhaupt die Menschen auch arbeiten können, während ihre Kinder betreut sind. Also es ist so absurd, die Menschen kannst du ja nicht backen. Ja? Also wir haben ja auch noch sowas wie demografischen Wandel, ja. Auch ein besonderes Thema vor dem Hintergrund mit Human Design, irgendwie eine große Dezimierung der Bevölkerungsanzahl, mhm. hat auch prophezeit oder immer wieder, also das Versiegen der Fruchtbarkeit, immer wieder angesprochen. Wie genau das vonstatten gehen soll, ist auch relativ unklar. Aber ich habe tatsächlich, habe ich auch einen Beitrag zugeschrieben, letzte Woche in der Tagesschau gesehen, dass wir allein in den letzten beiden Jahren um 0,22 Prozent, nee, Quatsch, also wir kommen von 1,57 Kindern pro Frau und mhm. sind jetzt bei 1,35, das heißt 0,22 weniger. Ja, mhm. kann man sich ausrechnen, dann brauchen wir, wenn das so weitergeht, 6 Jahre und dann gibt es 0 Kinder pro Frau. Also ich weiß, das Statistik ist ja auch anschauen, ne? Also es war ja so, ich finde so, meine Großeltern, da war es ja noch gang und gäbe, dass man da 3, 4, 5, 6 Kinder gekriegt hat. Ja, das war ja schon bei meinen Eltern nicht mehr und also meine Generation ja auch schon. Also es wurde ja eh schon jetzt stetig weniger. Früher war große Familie gleich auch großen Wert. Und jetzt ist halt, also auch da geht ja schon lange, finde ich, sieht man ja, wie das rückläufig wird. Und jetzt, finde ich, sieht man immer mehr Menschen, junge Generation, die ganz klar auch sagt, ich möchte gar keine Kinder. Genau, und da spielt so viel mit rein. Ne? Ich denke schon, dass es sowas gibt, wie Menschen werden unfruchtbarer. Mhm. Ne? Also es gibt eine schwindende Fruchtbarkeit, die nicht einfach nur mit dem höheren Alter der Frau und so weiter zu begründen ist, sondern Umwelteinflüsse, Gifte, ich weiß nicht was, ja, also Impfungen, also da gibt es ja wirklich kein, ne? Ich halte mich da aus dem Thema auch raus. Mhm. Aber dass das Thema Kinderwunschkliniken und unerfüllter Kinderwunsch ein immer größeres Thema mhm. wird, mit mhm. allem, was da dran hängt, mit Eizellspende und Leihmutterschaft und was auch mhm. immer, Adoption, keine Ahnung. Also dieses Thema wird immer größer. Gleichzeitig mhm. wird aber auch das Thema, wie du sagst, immer größer, dass man aus individueller Entscheidung gar keine Kinder möchte und mhm. das auch nicht vom Stamm unterstützt, getrieben und so weiter. Ne? Mhm. Dass man auch wirklich für sich selber die Entscheidung trifft und dazu steht. Ich glaube, das war in den letzten 400 Jahren auch schwerer. Mhm. Und dann gibt es, finde ich, noch so ein bisschen als drittes diese Gründe, dass man vielleicht gerne Kinder möchte, aber Gründe dafür findet, sich dagegen zu entscheiden, die eigentlich mit dem Kinderwunsch gar nicht so viel zu tun haben, nämlich eher sowas in die Richtung von, ich möchte keine Kinder in diese Welt setzen, ich habe überhaupt keinen familiären Support, ich habe nicht den richtigen Partner. Die finanziellen Mittel kann ich es nicht. Ja, ne? Ich müsste arbeiten, aber die Betreuung ist nicht gewährleistet. Also all diese Unsicherheiten, die es nicht besser machen. Und wir haben, glaube ich, auch noch teilweise so ein altmodisches Bild von, dass in den sogenannten Entwicklungsländern immer noch Tausende von Kindern geboren werden. Aber auch da ist die Quote sehr stark rückläufig und wirklich 1:1 mit einem steigenden Sicherheits- und Wohlstandsempfinden der Bevölkerung sinkt prozentual die Anzahl der Kinder. Ja. Ja, das ist dann Aufklärung, Zugang zu Verhütungsmitteln, aber eben auch die Sicherheit, dass die 1-2 Kinder, die man hat, eben überleben werden. So. Ja. Und rein statistisch braucht man 2,1 Kinder, ne, damit die Spezies sich erhält. 2 für Vater und Mutter, ne? Ja. Und noch einen kleinen Puffer. davon sind wir außer in den wirklich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ärmlicheren Ländern in Afrika sind wir weit, weit, weit entfernt.
Gibt es Österreich auch am Ende wieder, also ist da nicht wieder auch so ein bisschen diese Kette natürlich dahinter? Wir haben weniger Menschen, dadurch auch weniger Arbeiter. Also Fachkräftemangel ist ja mal so ein großes Thema da draußen, ne? Dann hast du die Thematik, dass eben die Rentensysteme nicht mehr funktionieren, weil eben nicht mehr genug Junge für so viele Alte da sind. Also das Verhältnis passt ja nicht mehr, als dass es jetzt wieder sich ausbalancieren würde, dass Jung sich um Alt kümmert. Also all diese Dinge, das hängt ja so viel dann wieder da dran, ne? Was dadurch sich dann eben auch auf dieser gesellschaftlichen Ebene in Form der Institutionen und der sozialen Absicherung ja dann auch wieder verändern darf und bröckelt einfach, ne? Wenn man das ja, und ich habe aber das Gefühl, ich krieg, glaube ich, keine Rente mehr. Nee, genau. Und das ist aber diese Hintergrundfrequenz, die halt schwindet aus dem Kreuz der Planung. Ich denke, also jetzt mal ein ganz fiktives Beispiel, aber hätte es diese Form von demografischem Wandel vor 200 Jahren gegeben oder so, hätte es so viel Support, so viel Unterstützung aus dieser Hintergrundfrequenz gegeben, dass man das vom Stamm her irgendwie, dann hätten wir andere Infrastrukturen, aber es wäre infrastrukturell so unterbaut worden, dass es irgendwie wieder gepasst hätte. Ja, die Jüngeren müssen mehr einzahlen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja, alles, ja. Aber so dieses, es wird halt energetisch nicht mehr unterstützt, das ist so ein ganz wichtiger Satz, finde ich, es wird energetisch nicht mehr unterstützt, dass die Familie sich gegenseitig Support leistet, ja, dass es selbstverständlich ist, die Alten zu unterstützen, genauso wie die Kinder der Jungen, damit jeder tut das zum Clan dazu, was er am besten kann oder was er kann, so. Und gemeinsam ist es dann ein Ganzes und da gehen wir halt weg von. Und damit schwinden aber auch Bröckeln, aber auch, das merkt man jetzt schon, das ist dann nochmal so ein Alltagsbeispiel, du findest halt niemanden mehr, der bereit ist, bei der Freiwilligen Feuerwehr zu helfen. Ja, jeder, ist mit sich selber mehr beschäftigt. Das heißt auch nicht, dass jeder bei sich zu Hause persönliche Weiterentwicklung betreibt oder bewusster wird, aber es wird mehr unterstützt, zu Hause seinen eigenen Garten zu machen von der Hintergrundfrequenz her, als sich aufzuopfern. Das Wort hattest du schon mal verwendet, was ich auch für den Stamm sehr treffend finde, und eine Leistung zu bringen. Und das siehst du überall. Der Waldorf-Kindergarten, das Waldorf-Konzept besteht zum Beispiel auch daraus, ne? Ein Drittel die Eltern, ein Drittel die Kinder, ein Drittel die Einrichtung und alle tun ihr Menschenmöglichstes, um dieses Kind zu entwickeln und zu betreuen und so weiter. Aber die Eltern haben da halt einfach nicht mehr die Muße zu. Die Kinder werden abgeschoben in eine Einrichtung. Ne? Jeder ist busy und muss auch ein Stück weit. Ja? Mhm. Die Preise steigen, man muss das Geld verdienen, damit das alles überhaupt möglich ist. Und man erhält eben von diesen ganzen Systemen immer weniger Unterstützung. Ne? Mhm. Was mit der Börse passieren wird, weiß kein Mensch, aber der DAX schießt durch die Decke und da steckt halt keine Wirtschaftsleistung mehr hinter. Die Fachkräfte werden nicht kommen, weil die Menschen gibt es nicht. Ja, wenn ich irgendwie 40.000 Lehrer habe, fehlen mir 40.000 Erzieher. Also die Menschen gibt es halt einfach gar nicht. Mhm. Und selbst wenn man riesengroße Umverteilungen über weltweit, ja, es funktioniert halt nicht. Wir werden mit weniger Ressourcen auskommen müssen. Wir haben, um den Klimawandel noch so ein bisschen mit reinzunehmen, auch ein besonderes Thema im Human Design. Wir haben halt einfach viel an Ressourcen verbraucht. Wir werden mit weniger auskommen müssen. Aber wo dann genau dieser Zusammenhang ist, ob es einfach weniger Menschen gibt, weil die Menschen einfach weniger Kinder bekommen können, Fragezeichen, oder ob es noch so was Generelleres gibt, wie zum Beispiel tatsächlich nochmal sowas wie Corona oder eine weltweite Seuche oder irgendetwas, was die Fruchtbarkeit in irgendeiner Form einschränkt. Ich weiß es nicht, ja. Ich will auch kein Querdenkertum hier, aber es ist ja vieles denkbar, ja, irgendwie. Ja. Irgendeine Krankheit, irgendein Gift in der Luft, ich weiß es nicht, ja. Oder ob es sich einfach reduziert, weil keiner mehr es möchte oder es nicht mehr unterstützt wird. Das ist im Design auch nicht so genau beschrieben. Ja. Gleichzeitig ist aber beschrieben, dass der Klimawandel eher nicht gewollt ist, aber dass sich eben im Laufe der Zeit
die Welt erwärmt hat und die Weiterentwicklung des Homo sapiens, die Race, ich weiß nicht, ob wir über die noch sprechen werden, ist ja sehr... Habe ich hier stehen, wurde, ne? Noch angesprochen, ja. Ja, Design beschreibt ja das ab 2027, um das einfach mal ganz pragmatisch zu beschreiben und wenig spirituell und verrückt, keine Ahnung, ich erscheine wahrscheinlich schon verrückt genug, aber es soll ja eine Weiterentwicklung des Homo sapiens gehen und wenn man die Hexagramme, die Tore im Human Design, die kann man ja runterbrechen auf den unterschiedlichen Ebenen bis zu den Aminosäuren und dem genetischen Code. Ja, also ich fand das am Anfang total abstrus, weil die halt auch seltsam beschrieben sind, ne? Also die Raves, die ab 2027 vereinzelt, ne, geboren sind. Genau, ich wollte gerade fragen, da kommen ja nicht nur Raves, ne? Sondern es werden ganz normale Menschen geboren. Parallel Bestehung, also wir Menschen und ja, die Raves, die eine ganze Zeit lang jetzt über viele Jahre wahrscheinlich parallel bestehen werden, genau. Also die sollen parallel miteinander bestehen und eigentlich ist die Aufgabe der Menschen nur in Anführungsstrichen die zu gebären. Mhm. Ob, wie sich Raves fortpflanzen werden, darum ist glaube ich nicht wirklich was bekannt, keine Ahnung. Die sollen autistische Züge haben, ein bisschen anders aussehen, alleine nicht so wirklich lebensfähig sein. Darum geht man auch davon aus, dass die Ersten, die geboren werden, von Eltern mit dem 360er Mutationskanal, glaube ich, ne, von Müttern. Und noch ein paar anderen Merkmalen, aber dass man das eher wie ja eine Behinderung, eine Krankheit oder wie auch immer, dass das schockierend sein wird, dass man es nicht einordnen kann, wie auch immer. Und unsere Aufgabe wird sein, die nicht auszurotten, ja, sondern die am Leben zu erhalten. Und die können sich untereinander, man sagt, die tun sich in Pentas zusammen, also in kleinen Gruppen von 3 bis 5. Gehe jetzt eher von den 5 aus, weil Martin zumindest beschreibt, dass die sich, nee Quatsch, Werner Jansen, dass die sich anhand der 5 verschiedenen Basen zusammenfinden werden. Genau, also eine kleine Fünfergruppe, jeder hat eine bestimmte Base und so weiter. Und dass sie eher, weil die ja alle das Solarplexus-Zentrum, das emotionale Zentrum als Bewusstseinszentrum weiterentwickelt haben, dass sie sich über sowas wie emotionale Telepathie also so zusammenfinden werden, aber keine gemeinsame Sprache in dem Sinn haben, jedenfalls keine, die wir Menschen irgendwie erkennen können. So. Und das ist eben, in unserer Vorstellung noch gar nicht möglich, ne? Also, das finde ich auch ein spannendes Thema, aber wenn ihr darüber lest, ist immer so, okay, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Aber ich meine, die Neandertaler und wir als 7-Zentriger haben ja auch eine Zeit lang irgendwie parallel. Ja, und zwar, das habe ich gehört, das fand ich super witzig, dass dass die Pyramiden gebaut wurden, ja, so eine total weit entwickelte ägyptische Gesellschaft mit hier Manifesto oben und Sklaventreiber und genau. Und gleichzeitig da irgendwo ein paar Neandertaler rumliefen. Und ich finde, wenn man es so anschaut, ne, also der heutige Mensch ist ja, weiß Gott nicht, hoffentlich das weit entwickelste, letzte Glied der Fahnenstange. Also da gibt es schon noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, würde ich mal sagen. Oder potenziell nach oben. Genau, und wenn man das so vor diesem Hintergrund sieht, dass der Homo sapiens, sapiens sind wir, glaube ich, heute, ne? Aber sicher auch aus dem Homo australicus und Homo erectus, keine Ahnung, was auch immer, ja, sich weiterentwickelt hat, kann man sich das, glaube ich, eher vorstellen. Mhm. Wir werden parallel existieren. Ra sprach irgendwie, ich glaube, von einem Zeitraum von 1300 Jahren, dann kommt der Asteroid so ungefähr, ne? Und aber das ist, also weiß ich nicht, ne? Alles noch so weit weg. Ja, genau. Am Anfang finde ich es auch wirklich, wirklich suspekt und konnte mir das gar nicht vorstellen. Aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, also zum Beispiel soll der Rave, also der Menschen, also der, ja, der weiterentwickelte Mensch eben mit sehr, sehr viel weniger Ressourcen wie Nahrung, Wasser und so weiter auskommen und eben auch viel besser an die steigende Erdtemperatur angepasst sein. Und da macht es irgendwo auch fast schon wieder Sinn. So, Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein spannendes Thema. Ich sage mal, ich glaube, für viele ist es auch noch erschreckend, so das zu hören, gerade wenn man sich so am Anfang noch damit beschäftigt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wieder, was bedeutet das natürlich für uns? Ne? Ich glaube, das ist mal so die große Frage, was bedeutet das denn jetzt für den alten Menschen? Aber ich glaube, wir als diese Generation werden das ja eh nicht mehr erleben in diesem Ausmaß. Wir werden vielleicht so die ersten Raves noch mitkriegen. Aber ich bin auch gespannt, was mit denen passiert, ob wir dann die in die nächsten
Einrichtung stecken, weil wir sie nicht einordnen können und ihnen sie mit Tabletten vollpumpen, weil sie nicht funktionieren, wie wir es für richtig halten. Also ich bin da sehr gespannt und ich glaube aber da auch eben den Raum aufzumachen, da offener zu werden für das. Und ich meine, es ist ja bewiesen, dass wir Menschen wirklich nur einen Bruchteil unserer eigentlichen Kapazität benutzen. Ja. Da ist ja noch viel mehr möglich. So. Ja, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen kann, ist, man spricht ja, also ADHS ist ja ein ganz anderes Thema, da spricht man ja eher von der Kombination, also vorsichtig nach Jung Design, ich will das nicht absprechen als Erkrankung, aber da spricht man ja eher von Kombinationen von aktiven und passiven Umgebungen und Körpern und so weiter, ne? Und Typen, vielleicht ist der MG anfälliger als der Projektor, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Projektor auch besonders ADHS anfällig, weil er so offen alles, ne? Mhm. Aber diese andere Geschichte, die sich auch in meinem Bekanntenkreis, Umfeld einfach total mehrt, sind alle neurologisch auffälligen Störungen Richtung Asperger, Autismus, Bipolar, also alles, was so, mir fehlt der Begriff, aber neurologisch auffällig ist aus dem Spektrum. Neurodivers, genau. Mhm. Und da spricht man ja fast so ein bisschen davon, dass das so die Vorläufer der Rave sein können. Und zwar, im Prinzip tragische Vorläufer, weil im Moment das noch nicht vom System unterstützt wird. Im Moment sind diese Kinder vielleicht noch ein bisschen ihrer Zeit voraus. Ich sage nicht, dass das schon Raves sind, aber das sind Kinder, die einfach ein wie auch immer geartetes, wir können das ja auch noch gar nicht sagen, anders, weiter, Bruchstück hat, vielleicht auch noch Fehler hat, weiterentwickeltes emotionales Zentrum haben. Weil gerade da die Filter, die Verarbeitungsmechanismen der emotionalen Wahrnehmung, mal ganz vorsichtig formuliert, einfach andere zu sein scheinen. Vielleicht weiterentwickelt, vielleicht auch einfach in irgendeiner Form der Mutation stecken geblieben, weil es noch so eine Zwischengeschichte ist oder so, aber dass sich diese neurodiversen Auffälligkeiten gerade häufen und man eben keine vernünftige Erklärung dafür hat, das könnte, ganz vorsichtig, ne, Interpretation, Fantasie, ne, aber das könnte tatsächlich schon darauf hindeuten, dass sich unser Solarplexus eben dabei ist, umzuwandeln. Ja. Und uns wird das auch insgesamt Auswirkungen haben. Man spricht zum Beispiel ganz vorsichtig davon, dass die Menschen mit der abstrakten Welle, dem Erfahrungsweg 41, 30, 35, 36, 36, 35, also der äußere Weg über das emotionale Zentrum, dass die eher noch emotionaler werden, dass die eher so, ja, dieses Genie und Wahnsinn und überhaupt, ne, dass deren emotionale Wellen nochmal vielleicht auch ein Stück weit, wie du eben meintest, mit den, also explodieren, bevor es sich dann vielleicht auch irgendwann mal legt. Ja. Weil dieser Erfahrungsweg, emotionale Erfahrungen machen zu wollen, egal ob gut oder schlecht, Hauptsache Erfahrung, ist ja was ganz typisch Menschliches, das wird ja, ist ja eher im Schwinden, sage ich mal vorsichtig. Ne? Aber die anderen emotionalen Wellen werden eben von der Wurzel aus verlangsamt, gestoppt, abgeschwächt über die nächsten Jahre, auch nicht 2027. Aber man geht eben ganz vorsichtig formuliert davon aus, dass zum Beispiel dadurch, dass der 1949er-Kanal getrennt wird, also unterbrochen wird, dass die Gewalt in der Welt schwinden wird. Ne? Mhm. Weil diese Verbrechen werden so viel aus Emotionalität. Ne? Putin geht auch los aus Emotionalität, aus Machtwillen, aus territorialem nochmal Aufbäumen, der ganze, jeder Fundamentalismus, egal ob jüdisch oder islamisch oder christlich, ja, jeder Fundamentalismus will jetzt, bäumt sich jetzt nochmal so auf. Und das Ganze ist, ich kann es jetzt nicht einer bestimmten Welle zuordnen, aber dass das Ganze aus der Emotionalität, aus Liebe, aus Hass, aus Eifersucht, aus Wut, aus Verletzung, aus allem, was eben, ne, und vor allem, so weil wir ja noch so keinen Zugang zu der Bewusstheit eigentlich haben in dem Zentrum. Ne? Weil wir krallen uns genau aus dieser Motorkraft nochmal fest. Genau. Und wir hauen halt einfach die Emotionen noch so raus, ohne irgendwie da wirklich ein Gefühl dafür zu haben, was Emotionalität bedeutet. Und ich glaube, das ist das, was natürlich da draußen auch so ein bisschen dieses bisschen viel emotionales Chaos in unserer Welt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten ausgelöst hat. Und 1949, weißt du da was? Ich habe gelesen, dass das da auch die Thematik mit Tieren drin steckt. Also, dass wir einen Vertrag haben mit Tieren, dass wir sie essen dürfen, um auf dieser Welt zu überleben. Und dass das durch diesen Cut, dass sich da auch was verändern wird.
Genau, also 1949 ist ja, die 19 ist ja, also mal ganz grob, habe ich jetzt auch nochmal bei Martin gelernt. Es gibt ja also bei den einzelnen Toren auch sowas wie, ich sag mal vorsichtig, Fleischtore, tierisches Eiweiß, das kann auch Fisch sein und so. Also es gibt rein vegetarische Charts, es gibt Charts, die haben das Bedürfnis nach Fleisch, wo auch immer das herkommt, ne? Das kann auch ganz selten sein, das kann super hochwertig sein, das muss nicht, ne, unser heutiges Essverhalten sein, das nur am Rande und auch keine Massentierhaltung und so weiter, alles nicht nötig, um den Menschen zu ernähren, ja. Aber genau, die 1949 ist, die 19 sind die Bedürfnisse, ja. Und die 49, die habe ich, ist der Butcher, der Metzger halt auch, ne? So, Das ich habe ist die ein Tor. 19. Wir Ah schließen ja, das, wunderbar. glaube ich. Ja, ich schließe mir in meiner Ehe diesen Kanal. Das ist eigentlich, ist ja auch der Ehe, also Hochzeit und Heirat und Scheidung, ne? Aber auch in dieser Deal-Geschichte, ne? Der eine hat die Bedürfnisse, der andere hat die Ressourcen. Wenn es zusammenpasst, ist super. Wenn es irgendwann nicht mehr passt, ist halt auch Scheidung. So, ne? Ist auch wieder dieser Stammesdeal. Genau, und man sagt dann, die 49 ist eins der Tore, die halt töten kann, ne, im Notfall. Also Tiere schlachten kann zur Ernährung und im Notfall halt auch sich wehren kann und so weiter, ne? Kann, also weiß nicht, dass die Leute, dass ich jetzt rumrenne und Leute umbringe oder so, aber in diesem Hexagramm verankert ist eben genau. Und in dem Kanal sitzt eben auch diese, ja, man sagt so, bisschen, ist ja Teil des mystischen Wegs, ne? Also da liegt auch so diese Verbindung, warum wir Haustiere haben, warum der Hund sich uns angeschlossen hat und so weiter. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Man sagt eben, dadurch, dass dieser Kanal bricht, bricht auch die Verbindung zu den Säugetieren zu uns. Also einmal werden die Wraiths, die Nachfolger, haben diesen Kanal ja gar nicht mehr. Wir haben den ja heute noch, ne? Aber die Wraiths werden keine fleischliche Kost überhaupt auch nur vertragen können. Die werden sich rein pflanzlich ernähren. Und auch für uns soll das die Auswirkung haben, dass wir, also das ist beiden Stammeskanälen inne, 3740, aber auch 1949, dass wir eigentlich Fleisch auch nur in Gesellschaft verstoffwechseln können. Ne? Also auch jetzt sitzt man eigentlich nicht zu Hause am Tisch und isst sein Steak alleine, sondern das kommt noch aus dieser Stammesgeschichte. Ne? Der Butcher ist derjenige, der es theoretisch, also nicht theoretisch, der es auch praktisch töten kann. Die 19 hat eher die Bedürfnisse vom Stamm im Sinn und die 3740 bietet ja die Gesellschaft, das Materielle und so weiter und so wird halt ein Ding draus, ne? Dass ganz früher eben sonntags halt Einen Braten gab. ja zusammen oder was in der Suppe oder wie auch immer, ne? Ja. Also wie, und auch da würde ich mal glatt sagen, kann man diese Extremität, also dieses Extreme rauserkennen, ja. Bei uns gibt es, also nicht bei uns zu Hause, aber insgesamt, es gibt, ne, Massentierhaltung, jeder meint jeden Tag, man hätte ein Recht auf Fleisch und ach, was weiß ich, was es da alles gibt. Ist vielleicht auch nur ein letztes Aufbäumen. Und ob der Hund uns in 100 Jahren noch begleitet, da bin ich mal gespannt. Schauen wir mal, ne? Bin mal gespannt, ob unser Hund dann noch hier wohnen bleibt, aber ich denke Spannend. schon. Ich kriege immer Ja. so eine Frage, die finde ich auch sehr spannend. Vielleicht magst du da deine Ansicht auch mal zu teilen. Und zwar immer die Frage nach, okay, jetzt verändert sich ja was im Design tatsächlich in der Mutation, ne? Wie du schon gerade gesagt hast, der 1949 cuttet, Tor 55, der Solarplexus verändert sich und. Hat es eine Auswirkung auf uns, die jetzt schon da sind? Ändert sich in unserem jetzigen Design noch etwas? Nee, in unserem Geburtschart nicht. Und trotzdem, das ist aber halt auch ein Punkt, genau. Man kann sich da schlau lesen. Ist auch so ein bisschen eine vorsichtige Interpretation. Wie ich halt eben meinte, dass sich die Wellen insgesamt verlangsamen werden. Die abstrakte wird nochmal durch die Decke gehen, ne? Aber die beiden, die Stammeswelle und die individuelle Welle, werden sich verändert. Die Stammeswellen werden ja wirklich, also diesen Cut erhalten, 3740 und 1949. Und die zur individuellen Welle habe ich gelesen, aber ne, who knows, dass die individuellen Menschen noch viel, viel mehr Einzelkämpfer sein werden als vorher, sodass deren Wellen auch gar nicht mehr so die Auswirkungen auf alle anderen haben. Das ist ja eh diese horizontale Welle, die eben diese Ausreißer hat, ne? Und dass die ja ein bisschen mehr außen vor sein werden. Und ich denke schon, dass wir kollektiv das alle merken werden, aber bei uns im Design wird sich nichts ändern. Ich habe eher das Gefühl, dass jemand, der eine emotionale Welle mitbringt,
Genauso, ne? Wir haben ja auch den Wechsel von der Einserlinie im Hintergrund auf eine Sechserlinie. Sechs heißt immer Außensicht, aber auch Selbstbezug, Eigenverantwortung, sich um sich selber kümmern, ne? Also so dieses sehr auf sich bezogen, während eine Eins eben eher so diese wissenschaftlich-theoretische, ängstliche Linie halt ist. Da wird man, ne? Also auch da wird es so sein, dass man natürlich nicht, du bist eine Sechs, ne? Ich bin eine 4-6. Du bist genau, du bist die 4-6, ich bin die 1, also 5-1. Ich denke schon, dass im Moment zum Beispiel ich nochmal diesen totalen Push habe zum Ende, ne, von das Tor der Wissenschaft schließt sich, nochmal diesen ultimativen Drang habe, alles an Wissen aufzusaugen, was geht. Ich merke auch so ein totales Nestbauverhalten, Bücher zu kaufen, alles aus dem Internet runterzuladen, weil ich nicht sicher bin, ob das irgendwann nochmal existent ist. Okay. Ich habe einen Kurs gekauft, wie ich Bodygraphen ohne online malen kann und so weiter. Okay. Also ich merke da nochmal aus dem Aufbäumen. Ja. Und du wirst wahrscheinlich dann wirklich in ein für dich stimmigeres Zeitalter gehen, wo, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, Weitsicht, Außensicht und Selbstbezug, Unschuld, ne, ohne Motivation zu handeln, diese ganzen Facetten. Ich habe tatsächlich sogar die mehr, und Unschuld in meinem Design. Wo das irgendwie mehr Unterstützung, wo es sich einfach, glaube ich, nur stimmiger anfühlt. Und ich glaube, ähnlich ist das schon, ich mache mir natürlich auch Gedanken, weil ich mir mit meinem Mann die 1949 schließe, ne? Ob wir das merken werden. Aber ich glaube wirklich, dieser Satz, es wird energetisch nicht mehr unterstützt, das merkt man. Es wird unwichtiger. So, es tritt zurück, andere Dinge werden wichtiger. Und ich denke schon, dass Menschen mit der abstrakten Welle merken werden, dass da mehr Trubel ist. Vielleicht werden Menschen mit den individuelleren Wellen, mit den beiden individuellen Wellen, die haben die natürlich weiterhin. Vielleicht werden die aber merken, dass sie sich noch mehr zurückziehen. Also ich glaube schon, dass man insgesamt auch bei sich selber etwas spüren wird, dass sich in der Gesellschaft insgesamt etwas ändern wird. Aber an unserem Geburtschart, wir haben also nicht auf einmal fehlende Tore oder sowas. Ja. Genau, genau. Ja, sehr so spannend. Und es wird ja auch in der Zukunft Menschen geben, die das Kreuz der Planung als persönliches Kreuz mitbringen. Also vielleicht ist das ein bisschen die Rückfallebene. Die auch heute noch geboren werden. Vor 3 Wochen das Nachbarkind hat die nämlich bekommen. Das kommt in der Planung, habe ich direkt nachgeguckt. Die vielleicht so als Einzelperson das Ganze ein bisschen auffangen oder so. Also das Thema an sich verschwindet nicht. Ich glaube ja, genauso wie in dieser Zeit dieses Kreuz der Planung, die wir jetzt letzten Jahre hatten, sind ja auch individuelle Menschen geboren worden oder Menschen mit dem Kreuz des schlafenden Phönix. Die waren jetzt, glaube ich, auch da, um genau ein bisschen Revolution auch vielleicht zu machen, um die Mutation irgendwie schon mal anzustoßen. Und ich glaube andersrum genauso eben, dass wir in dieser individuellen Zeitalter durch Stammesmenschen ein Stück weit noch so eine Stabilität bekommen können an der Stelle. So, also es ist ja eine kollektive Frequenz, die sich verändert, aber wir als Menschen werden ja weiterhin mit allen Frequenzen auch geboren werden. Also jeder von uns trägt ja auch irgendwie ein bisschen Stamm in sich und Individualität und selten, dass jemand nur aus irgendwas besteht. Es ist ja immer, wir haben genug Tore, dass wir uns alles Mögliche da auch aktivieren. Nee, und da ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, wir haben alle 64 Hexagramme. Ja, so. Natürlich. So, und das heißt natürlich bei den ganz offenen Sachen, dass wir da sowas wie einen Ansatzpunkt in der Genetik haben, wo jemand anders andocken kann und so weiter. Ja, aber ja. Diese Themen haben wir irgendwo alle. Und trotzdem möchte ich nicht sagen, jeder kann alles werden und so. Ne? Wir sind sehr individuell und jeder hat schon so seine Spezialitäten und Ausrichtung und so weiter. Und ich möchte aber vielleicht auch dann irgendwie so halb zum Abschluss, ich würde schon gerne noch sagen, weil ich auch ganz oft in meinen Kommentaren oder wenn ich mich austausche, wenn ich solche Beiträge geschrieben habe, ich möchte den Menschen die Angst ein bisschen nehmen. Also manche stecken schon gerne den Kopf in den Sand. Ah, sie wollen das alles gar nicht so genau wissen und so. Und da finde ich eigentlich Peter Schöbers Ausrichtung für mich sehr stimmig, ist ja immer nur für mich, ne? Der halt sagt, ja, ich weiß nicht, wir wohnen in Norddeutschland und bei uns war zum Beispiel vor einem halben, dreiviertel Jahr sind in sämtlichen Supermarktfilialen durch ein Software-Update, ne, ist Infrastruktur, IT-Infrastruktur, sind die Bezahlmöglichkeiten mit Kreditkarte ausgefallen und zwar sehr viele Wochen. Und das hat direkt so einen Prozess, also es war örtlich sehr begrenzt, ne, es war auch nicht bei allen Filialen und so weiter, hat aber direkt so einen Prozess in Gang gesetzt, dass morgens die Bankautomaten schon leer waren, weil die Leute
Bargeld in größeren Mengen gebraucht haben, um wieder einzukaufen und solche Dinge. Ne? Und diesen Fakt, dass jederzeit das Finanzsystem oder auch nur die IT von irgendeiner Bank oder was auch immer, ich glaube, Postbank hatte auch vor kurzem ein System-Update und dann war für viele, viele, viele Postbankkunden wochenlang kein Drankommen mehr an ihr Geld. Ne? Das ist so ganz typischer Struggle, der bei bestimmten Planetenkonstellationen einfach auch in diesem Prozess entstehen kann. Und niemand weiß, wo das morgen oder wie. Ne? Es besteht immer nur das Potenzial, dass solche Dinge passieren und auch viele Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja? Aber Peter Schöber sagt halt immer, wir können uns halt vorbereiten. Wir können den Umgang damit entspannter sehen. Ja, also wenn ich zum Beispiel aus diesen Erfahrungen mit den Geldautomaten, ganz banales Beispiel, könnte ich mich ein bisschen vorbereiten, indem ich mir ein bisschen Bargeld einfach zu Hause auf Halde lege, ja, damit ich vor solchen Prozessen erstmal eine Zeit lang geschützt werde. Und damit meine ich nicht, räumt eure Bankkonten leer, näht es in die Matratze ein und so weiter. Aber da, ne, wir sind daran gewöhnt, man kann jederzeit und immer mit Kreditkarte und wie auch immer, Tag wie Nacht, überall bezahlen. Und wenn das halt, ne, nicht mehr ganz so gut funktioniert, ein bisschen vorzubeugen, sozusagen. Mhm. Damit auch, ich bin ja auch in der Einserlinie, sich damit ein bisschen Sicherheit aufzubauen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es geht wirklich um den Umgang damit. Wir wissen alle nicht, was kommt und wir werden alle darauf reagieren müssen. Also du ja besonders so, ja. Aber ich glaube, den entspanntesten Umgang so mit dieser Unsicherheit und ne, es wird bestimmt trubelig werden, so ist ja auch irgendwie schön, an diesem Zeitalter teilhaben zu dürfen, ja. Aber wir können halt einfach nur uns selber ausrichten und halt lernen, wer bin ich, was habe ich zu bieten, wie funktioniere ich und wie treffe ich für mich die richtige Entscheidung. Weil damit kann ich mich durch jeden Alltag, egal wie trubelig, halt durchmanövrieren. Und das Problem, das, was wir ja oft so in unseren Beiträgen, Stories, keine Ahnung, ansprechen, diese unbewusste Mehrheit der Menschen, sind ja die, die versuchen, genau diese Sicherheit im Inneren eben durchs Außen zu generieren, indem sie sich die Entscheidungsgewalt nehmen lassen, indem sie einfach mit dem Verstand entscheiden, indem sie im Außen ihre Nicht-Selbst-Themen versuchen irgendwie zu handeln und so weiter. Ne? Aber wir sind letztendlich, wir gehen jetzt auch in das Zeitalter Pluto und die Minderung, also so, ne? Bevor es dann 3 Jahre später, ich glaube irgendwann, warte mal, jetzt ist ja nur, also 25, 26 ist ja auf jeden Fall Minderung und ich glaube, dann geht er irgendwann in die 19. Bedürfnisse. Also das ist wieder so ein ganz anderes Tor. Ne? Ja. Aber wir können uns nur auf uns selber besinnen. Also das ist das Einzige, was man sicher hat. Ja? Vielleicht hat man sein Haus, sein Konto, seinen Job oder keine Ahnung was nicht mehr oder anders. Ja? Ja. Aber man selber und wie man so funktioniert. Genau, und das, was ich aber wirklich sehr, sehr schön finde am Jugenddesign ist, egal wie viele Readings ich gebe und wie viele Menschen ich kennenlerne, ja, das ist alles immer so ganz verschüttet oft, ne? Aber jeder ist wirklich, ja, das ist total faszinierend, perfekt ausgestattet für seine Aufgabe. Mhm. Das Problem ist häufig, dass wir irgendwie völlig anderen Aufgaben folgen, ja, weil wir denken, wir sind für was anderes hier, weil es uns eingeimpft wurde, weil wir denken, wir bräuchten den und den Job und das Geld und den Status. Aber wenn man sich selber, und das geht ja relativ schnell, mit seinen Potenzialen und seinen Fähigkeiten kennenlernt, merkt man, boah, verdammt, das, was man mitbekommen hat, ist richtig gut. Ja, das ist alles da, was man braucht. So, ne? Ja. Genau, es ist alles da, was man braucht und es ist eher ganz viel überflüssig. So, ja, ne, Konditionierungen, Glaubenssätze und so weiter. Ja. Ja. Das ist ein lebenslanger Prozess, das wieder loszuwerden. Ich glaube, ich kann allen meinen Nicht-Selbst-Themen täglich guten Tag sagen. So, ja, genau. Weil es fällt mir halt auf, es ist mir halt bewusst so, ne, das ist der Unterschied. Und ich kann dann halt auch das mal ein bisschen beiseite legen, zum Beispiel irgendwelche Ängste oder so, weil ich weiß, richtig ist was anderes, auch wenn es unbequem ist vielleicht. Ne? Ja, so. Genau. Der eigenen Strategie, Autorität folgen ist nicht bequem, aber es navigiert uns genau richtig. Es gibt nämlich diese Konsequenzen. Ne? Ja. So. Ja. Und ich glaube, das Human Design für mich da auch einfach, also jetzt haben wir so lange über 2027, also über die Zukunft gesprochen, am Ende ist Human Design aber dazu da, um dich zurückzuholen ins Hier und Jetzt. Um dich mit deinem Körper in Verbindung zu bringen und eben im Hier und Jetzt auch wieder zu reagieren in dem Fall, ne? Verbunden zu sein mit mir und den jetzigen Moment auch einfach dafür zu nutzen, was es jetzt gerade irgendwie braucht oder eben auch nicht braucht. Ne? So.
Also das finde ich halt am Ende, auch wenn wir uns über die Zukunft so austauschen, ist es das hier und jetzt. Ist das, nee, Zukunft bleibt immer Zukunft. Hey, klar. Ja, das ist so. Jetzt kommt der Abstrakte und der Individuelle. Ne? Der Individuelle will und jetzt bleiben, der Abstrakte sagen. Ja, ich lebe ja eh, ja genau. Ich lebe auch im Hier und Jetzt, aber mit einem in die Vergangenheit guckenden Kanal. Das ist manchmal auch so ein bisschen seltsam. Ja. Genau. Aber ja, eigentlich ist man nur im Hier und Jetzt. So. Ja, genau. Das sehe ich schon auch so. Eine letzte Frage noch, bevor wir hier auseinandergehen. Wie ist dein Eindruck? Menschen, die jetzt schon in ihrem eigenen Design relativ individuell ausgeprägt sind oder die Sechserlinien, kommen die leichter damit klar mit diesem Umschwung als Menschen, die jetzt eben vielleicht auch viel Stammesenergie in sich tragen oder Einserlinien, die einfach ein bisschen auf dieser Sicherheit ja auch aufbauen? So, also, weil ich habe immer das Gefühl, so, ich meine, ich habe zwei individuelle Kanäle, ich bin eine 4-6, ich habe auch in meinen Variablen viele sechste Farben und für mich ist das so, ich schwinge da so durch, also ich habe da gar nicht so ein Thema mit, mir macht es auch keine Angst so richtig, was da passiert, es ist so, ich habe so ein ganz anderes Gefühl, aber ich unterhalte mich natürlich mit vielen Menschen auch drüber und sehe dann eben doch an anderen Stellen doch mehr Angst, mehr Unruhe in diesem Thema, also liegt es auch ein Stück weit da, oder kann das ein Stück weit daran liegen, was ich im Design als Ursprung einfach auch mitbringe? Ja, total. Also im Moment, wir hatten das ja gesagt, im Moment ist die Hintergrundfrequenz ja noch die Eins, die Einserlinie, also die Angst, das Bedürfnis nach Sicherheit, ne, diese Kompensation von Angst zu Sicherheit, aber halt auch Stärke, Schwäche, also diese ganzen Attribute. Und es ist schon so, dass damit, also ich würde es nicht nur an dem individuellen Design festmachen, sondern alles Mögliche, was unterstützt wird, stützt denjenigen, der es im eigenen Design hat. Also im Moment geraten die Einserlinien, und zwar nicht nur im Profil, sondern überall, wo man halt Einserlinien hat, werden einfach stärker, gerade schwingen stärker, machen sich stärker bemerkbar, so würde ich sagen. Wenn du sagst, du hast ganz viele Sechserlinien, hast du wahrscheinlich wenig Einserlinien. Genau. So, ich habe zum Beispiel ganz wenig Sechsen, aber ich habe ganz viele Zweierlinien und merke schon diese, die nicht in meinem Profil vorkommende Zwei insgesamt in meinem Leben sehr stark. So. Und ich denke, dass dann ab 27 eben Menschen mit Sechsen, egal wo, im Profil wahrscheinlich stärker als bei allen anderen Toren, die Sechser halt ja energetisch unterstützt werden. So. Aber man muss sich natürlich vorstellen, dass die Stammesunterstützung, ne, schwingende Stammesenergie, eine ganz andere Qualität hat als die schwingende Sechser-Individualisierungsenergie. So, ne? Und das merkt man ja auch immer. Wir haben ja für dieses Jahr die 1057 so als besonderen Jahreskanal. Ist ja sogar ein integrativer Kanal, sehr individuell. Ne? Ich will da jetzt auch gar nicht die Bedeutung festmachen, aber dieses Jahr fühlt sich auch für mich, und ich bin ja ein rein kollektiver Mensch im Prinzip, also bis auf die einzelnen, die schlafenden Tore, ne? Aber ich bin eigentlich immer sehr für das Ganze, sehr für Teilen und so weiter, ne? Aber ich merke auch, dass allein diese Jahresenergie eine viel individuellere ist als zum Beispiel letztes Jahr. Und ich tausche mich ja auch viel mit Kunden, aber eben auch Freundinnen, Projektorfreundinnen, wie auch immer aus. Und ich habe eine Freundin emotional definiert mit der 3740, die eben so, die hat auch das Sonnentor, also im Stamm und so weiter, dass selbst die sagt, sie war immer das absolute Muttertier. So, ja, immer nur für den Stamm, in kompletter Demut und Aufopferungsbereitschaft für den Kindergarten, für die Kinder, für die Pflegekinder, für den Job. Also so diese Mutter, ja, dass das komplett nachlässt. Mhm. Also dass nicht nur der Support vom Stamm so außen vor nachlässt, sondern auch ihr selber, dass sie merkt, dass wahrscheinlich durch die 3740, die halt immer noch schwingt, sie halt da wie auf der Welle reiten konnte, aber dass die Welle halt versiegt. So. Und doch, ich glaube das schon. Ich glaube, dass die Strömung auf jeden Fall ist, dass die Menschen, die auch jetzt schon individuell sind, die teilweise ja auch den Kanal 360 haben zum Beispiel, dass die noch individueller werden, dass die, dass man insgesamt
klingt jetzt so blöd, aber im Kollektiv immer mehr individualisierte Einzelmenschen erkennen kann. Und das ist ja eigentlich auch die Differenzierung von Human Design. Ja, das ist ja genau das, was wir sehen wollen, egal welche Strömung im Hintergrund ist. Wir wollen ja den differenzierten Menschen sehen. Wir wollen ja sehen, wie jeder mit seiner Entscheidung, seiner Authentizität völlig eigenständig, ja, und zwar auch ohne Eitelkeit, einfach nur, weil er eh anders ist. Nicht, oh, ich bin so anders und ich bin so toll und ich bin hier, ne, also nicht dieses Hipster-individuell, ja, so, ich bin jetzt der Einzige, der den Vollbart und den Rollkragenpullover trägt und die schwarze Brille, ja, sondern wirklich einfach uneite, gelebte Individualität. So, so wie ich mich halt authentisch zeige und du dich authentisch zeigst. Und ja, ich denke, dass das im nächsten Zeitalter auch einfach von der Hintergrundfrequenz total nach vorne gespült wird. Und das brauchen wir ja. Da gucke ich ein letztes Mal aus meinem Fenster, ja. Dieses, mein Gott, wir haben wirklich eine Menge Baustellen, ja. Mhm. Und man sagt ja auch bei dem Tor 41, bei der Minderung, ne, um nochmal auf Human Design wirklich zurückzukommen, aus der kompletten Minderung, aus dieser Sackgasse, aus der es nicht weitergeht, wo jetzt wirklich Schluss ist, entsteht die Hoffnung, entsteht ja das Neue, entsteht ja meinetwegen auch der Phoenix, der aufsteht, ja, aus diesem, unsere Wirt, ich mache es jetzt plakativ, ne, das heißt nicht, dass ich dann glaube, dass wirklich alles dem Erdboden platt gemacht wird, aber aus unserer höher, schneller, weiter kapitalistischen Wirtschaft, aus dem, wie wir mit der Umwelt umgegangen sind, aus dem Ressourcenraubbau, nenne ich es mal, aus unserer politischen Putin, Trump, keine Ahnung was Geschichte, kommen wir ja nur raus mit diesen ganz individuellen, innovativen, neuen Ideen. So, wenn jeder wirklich seine Rolle findet, ganz ehrlich, wir haben alle einen Grund, warum wir so geboren werden, ja, weil wir nämlich in unserem Leben und meinetwegen mit 30 bis 50 wächst man da auch wirklich rein. Jetzt kann man gucken, was ist denn vor 30 bis 50 Jahren wirklich geboren worden, ja, also so als kollektive, langläufige Planeten, was hat man denn vor 30 bis 50 Jahren wirklich geglaubt, was man dann, ne, brauchen wird, weil das ist ja so, wenn der Pluto in der Minderung steht, werden 3 Jahre lang nur Babys geboren, die den Pluto in der Minderung haben. Das sind aber genau die, die dieses Thema, wie jedes andere auch, ja, dann später transformieren werden. Ja, so trägt sich ja Human Design immer, immer weiter. Das ist ja kein bunter Zufall, wo einfach nur mal heute irgendwelche Manifestoren geboren werden, weil man die irgendwann mal braucht und jetzt gibt es mehr Generatoren und jetzt gibt es mehr. Das hat ja alles irgendwie eine höhere Ordnung. Und ist auch alles für irgendwas da. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten genau die Menschen geboren wurden, die es jetzt für diesen Übergang braucht. Dich zum Beispiel, mich zum Beispiel, alle anderen, ja. Und ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Also dieses Man selber sein, ja. Wie viele Jahre hat man da jetzt für gebraucht, um irgendwie mal einen Ansatz zu bekommen, eine Vorstellung davon, wer bin ich denn überhaupt, ja? Wofür bin ich da? Wie kann ich für andere da sein, weil selbst der, ich hätte jetzt fast gesagt, der hinterletzte Individualist, ja, also der integrativste, individuellste Mensch ist ja trotzdem dafür da, die Menschheit nach vorne zu bringen. Ja, ja? Nicht nur sich selber. So. Und genau, von daher glaube ich einfach wirklich an diese Ordnung und ich glaube einfach, dass was wir in unserem Job, wie auch immer, was wir leisten können, ist wirklich dieses immer mehr Menschen in dieser Authentizität zu führen, immer mehr erwachen zu lassen. Ich weiß nicht so genau, wann sich das endlich mal anfängt zu potenzieren, weil Ra hatte schon die gleichen Probleme so. Das ist für mich der einzige Weg, der zählt. Jeder muss irgendwie er selber sein, er selber werden und gefälligst seine Aufgabe im Leben vernünftig erfüllen und dann läuft das Ding so, ne? Bin ich der Überzeugung. Ja. Genau. Und du hast ja auch Kinder und das, was wir halt machen können, ist es den Kindern halt leichter machen, dass die nicht mit, also ich bin jetzt 45, aber dass die halt nicht mehr mit 45 dastehen und irgendwie 1000 konditionierte Schichten von sich runterkratzen müssen, um irgendwo tief im Drinnen sich selber zu finden, wie ich das tun musste, sondern die kleinen Generatoren, die einfach von vornherein von ihren Eltern gefragt werden und reagieren dürfen und es gar nicht anders kennen, ne? Und solche Dinge, ne? Also, dass die einfach ein natürliches Hereinwachsen in, dass die gar nicht mehr nachher überlegen müssen, ist das für mich die korrekte oder die inkorrekte Entscheidung, weil das aus ihrem Inneren einfach klar ist, weil sie es von vornherein nicht anders gelernt haben. Vielleicht am liebsten so. Ja, ja.
Absolut, bin ich voll bei dir. Das hast du jetzt so schön zum Schluss. Das hat mich sehr berührt gerade auch, wie du das jetzt nochmal so zusammengefasst hast. Das würde ich jetzt auch so als Abschlusswort, als Abschlussteil stehen lassen, dass wirklich Gerne. Jeder seine Individualität finden kann. Ich danke dir von Herzen, Sonja. Ich danke dir für die Gelegenheit, für die Einladung. Es war sehr schön, es hat Spaß gemacht. Das ist schön, das freut mich. Und ja, vielleicht an anderer Stelle zu einem anderen Thema nochmal. Und ansonsten auch vielen Dank an alle Zuhörer. Ich werde euch die Sonja auch in den Shownotes verlinken, dass ihr euch mit ihr connecten könnt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Dabeisein und vor allem dafür, dass du bereit bist, deine Einzigartigkeit zum Leuchten zu bringen. Ich freue mich, wenn wir uns auch auf anderen Wegen connecten. Folge mir also gerne auf Instagram unter Steffi Lives Her Design oder komm in meinen Human Design Telegram-Kanal. Alle Links findest du in den Shownotes unter dieser Folge und immer dran denken, bei Risiken und Nebenwirkungen folge deiner Strategie und Autorität. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Steffi.